Hallo und herzlich willkommen hier auf diesem Kanal. Es freut mich wirklich sehr, dass ihr heute eingeschaltet habt. Und zum Beispiel kann man bei Lao Tse lesen: Geben ist seliger als nehmen. Und in den letzten Wochen bzw. in den letzten Tagen hat es mich dann auch so ein bisschen, ja, gegriffen. Und ich habe jetzt mir so zum Beispiel jetzt den Entschluss genommen, einfach Tomatensamen habe ich jetzt hier und Melonsamen habe ich jetzt einfach abgepackt. Habe sie da jetzt in diese Umschläge reingetan, wie ihr auch von dem Intro entnehmen konntet. Und die werde ich jetzt einfach an die Leute verschenken. Einfach ist auch für mich so auch ein Herzensanliegen, dass wir einfach die Sachen haben, einfach diese Sachen weitergeben, die wir zu viel haben. Oder wo wir einfach einen Überschuss haben, weil grundsätzlich sehe ich so, wir haben keinen Mangel. Wir haben einfach nur das Problem, dass wir eine ungleiche Verteilung haben. Und für mich sind jetzt sowas wie Tomatensamen, also gibt es ja im Übermaß, wenn man eine so eine riesen Fleischtomate oder so eine Ananastomate bis zu 1 Kilo aufschneidet, da sind ja zig Samen drin und daraus könnte potenziell eine neue Pflanze werden. Und sind einfach Unmengen und das ist einfach ein Geschenk an die Natur und ich finde halt, das kann man einfach ruhig weitergeben. Und deswegen möchte ich die Tomatensamen auch verschenken an bestimmte Leute einfach. Und für mich ist es auch natürlich ein Allgemeingut. Ja, die Samen von der Natur, das ist, finde ich, zum Beispiel eine, ja, Frechheit, dass große Konzerne wie Monsanto mit ihren Gensamen, genmanipulierten Hybridsamen, die Landwirte dazu zwingen, immer die Samen neu zu kaufen, damit sie ihre Samen nicht nehmen können. Das ist auch wieder alles nur Profitgründe. Obwohl die Natur schon darauf ausgelegt ist, im Übermaß zu, ja, erzeugen bzw. Übermaß zur Verfügung zu stellen. Und ich finde es halt einfach eine schöne Sache bzw. eine schöne Geste, jemanden Tomatensamen zu geben. Ob man eine Aufwandsentschädigung dafür entnimmt oder nicht, ist jedem für sich, ja, für sich eine Entscheidung, würde ich sagen, weil es natürlich auch ein ganz schöner Aufwand ist, diese Tütchen, beziehungsweise ich habe die jetzt mit der Hand selbst gemacht, Tesa, alles abpacken, dann der Versand und alles kostet natürlich auch alles. Aber es ist jetzt, ja, jetzt kein Riesenaufwand, dass man jetzt zum Beispiel an 5 Leute, die man gut kennt im Bekanntenkreis, jetzt einfach mal Tomatensamen rumschickt, auch hier in der Nachbarschaft einfach. Und das ist auch, so, diese Aktion soll auch dazu anregen, dass ihr vielleicht sowas auch einfach macht. Einfach 5 bis 10 Leute aus eurer Umgebung, aus eurem Bekanntenkreis einfach Tomatensamen schenkt. Einfach die Sorten, die ihr angebaut habt, einfach die Tomatensorten, diese alten Sorten, diese samenfesten Sorten, egal ob Auberginen, Paprika, Melonen, Tomaten, Phacelia, was weiß ich was, einfach weitergeben an die Leute, dass sie einfach eine größere Inspiration haben zum Gärtnern, weil für mich ist es auch immer wieder schön, neue Sorten zu bekommen, dann juckt es mich gleich in den Fingern, dass ich die, ja, das nächste Jahr gleich wieder ausprobieren möchte, mal sehen, wie sie sich entwickeln, welche Pflanzen da rauskommen, welche Früchte ich ernten darf. Und das ist einfach, ja, kann ein Anreiz für noch mehr Menschen sein, sich der Natur zu widmen. Und genau das soll auch natürlich auch, ja, Sinn und Zweck dieses Videos sein, ein Anreiz dafür, dass auch ihr sowas macht und den Leuten die Möglichkeit gibt, dass sie auch vielleicht mal, wenn auch nur in einem Kübel, ihre eigenen Pflanzen anbauen bzw. ihr eigenes Obst und Gemüse. Und das kann man ja nicht nur bei den Tomatensamen belassen. Das habe ich jetzt auch die letzten Tage mit meinem Überschuss gemacht. Ich gebe natürlich an Freunden und Bekannten mein Obst und Gemüse weiter. Die entlohnen mich natürlich auch dafür, weil sie auch sehen, welche Arbeit dahinter steckt. Ich versuche natürlich auch davon zu leben. Aber ich habe jetzt die letzten Tage jede Menge Grünkohl abgeerntet und das war wirklich sehr viel. Also so viel hätte ich nicht, auch nicht an meine Freunde und Bekannten, auch nicht vom Tai Chi, meine ganzen Kollegen, wäre ich nie losbekommen, so viel
verarbeiten die auch nicht. Und das Problem an Grünkohl ist auch in den großen Mengen, der ist auch nicht lange haltbar, deswegen ist er auch so teuer. Der wird halt sehr schnell weg. Und da dachte ich mir so, ja gut, dann machst du einfach eine Kiste, gehst halt zu einem Netto-Parkplatz oder zu einem Supermarkt hin, schreibst einfach einen schönen Spruch auf ein Plakat und einfach zu verschenken. Hab noch drauf geschrieben, dass es biologisch und von meiner Permakultur ist und hab's da einfach hingestellt und dass sich einfach die Leute ja, bedienen können. Und das Lustige war ja auch, ich bin keine Minute weg in mein Auto gestiegen und weggefahren, habe ich schon die ersten Leute gesehen, die da ja, Interesse gezeigt haben, in den Karton reingeschaut haben und sogar welche ein paar Blätter genommen haben. Und das hat mich dann wirklich sehr gefreut. Und das sind einfach solche Aktionen, die man vor Ort natürlich auch machen kann, wenn ihr Überschüsse habt und ihr wisst nicht wohin. Natürlich, wenn ihr einen Kompost habt, dann wird gute Erde draus. Wenn ihr es auf den Komposthaufen wirft, sollte man natürlich auch nicht vergessen. Das ist jetzt kein tragischer Beinbruch, weil wie gesagt, die Natur ist darauf ausgerichtet, in großen Mengen zu produzieren bzw. zu schaffen. Und wenn ihr wirklich sehr viele Überschuss habt von eurem Garten, ihr habt sehr viel angebaut. Das ist ja grundsätzlich so, dass die Gärtner einfach zu viele Pflanzen haben, zu viele Früchte, einfach mal ein bisschen mehr als man braucht anbaut und dann einfach seiner Nachbarschaft und seinen Freunden, Bekannten einfach was abgibt, verschenkt, tauscht, was weiß ich, was einfach so eine nette Geste machen. Das sind einfach diese kleinen Dinge, die die Welt auch wirklich bewegen, die auch für eine Änderung sorgen. Und das ist halt sozusagen für mich ein Weg in eine harmonische und friedlichere Welt, wo halt nicht jeder auf Gier aus ist und immer mehr haben wollen, immer mehr anstauen und da weiß auch schon gar nicht mehr wohin mit den ganzen Gegenständen. So viel haben wir schon und ja, das ist einfach, teilen wir einfach das, was wir zu viel haben. In diesem Sinne, vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Gerne könnt ihr meinen Kanal kostenlos abonnieren und dabei bitte nicht vergessen, auf die Glocke zu drücken. Da werdet ihr immer wieder benachrichtigt, wenn ich ein neues Video hochgeladen habe. Gerne könnt ihr auch natürlich einen Kommentar hinterlassen. Freut mich auch immer sehr, von euch zu lesen. Ihr könnt auch mich und mein Projekt auch gerne unterstützen. Unterstützungsmöglichkeiten findet ihr auch unten in der Videobeschreibung bzw. auf meiner Website. Das ist einfach, ja, das ist sozusagen eine Gegenleistung für mich, dass ich weiter für euch Videos machen kann bzw. auch das Projekt weiter ja, laufen, erhalten kann. Und natürlich freue ich mich auch, wenn ihr Freunden, Bekannten und Familie von mir und meinem Projekt erzählt. In diesem Sinne wünsche ich euch noch wunderschöne und entspannte späte Herbst-, Sommertage. Genießt nochmal die Zeit, genießt weiterhin auch eure Ernten. Es ist noch warm genug. Bei mir wächst auch noch alles in Hülle und Fülle. Könnt ihr euch gerne noch auf ein paar Videos freuen. Und wir sehen uns in der nächsten Episode hier im Peace-Projekt. Bis dahin. Ciao. Diese Zwetschgen durfte ich von einer netten bäuerlichen Familie ernten. Ich habe sie einfach mal so gefragt, ob ich Zwetschgen ernten darf, weil sie so viele Bäume haben und viele einfach auf den Boden gefallen sind und abgefault sind. Fand ich recht schade und die haben sie mir einfach so ernten lassen und die möchten nicht mal was dafür haben. Und das ist halt wirklich eine super Sache, wie ich finde. Einfach teilen, wenn man zu viel hat.